Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei The Bus Driver. Heute geht's weiter mit der letzten Stufe, der Stufe 6. Und somit auch den letzten 6 Linien. Und wir starten gleich mal mit der Linie 66. Wieder ein Arbeitstag. Ein Tag wie aus dem Bilderbuch. Es ist Vormittag und die Sonne steigt immer höher in den wolkenlosen blauen Himmel. Ein perfekter Tag für eine Runde durch den Business District. Los geht's! Wow. Okay, 24 Haltestellen. Das scheint dann wohl etwas eine längere Strecke zu sein. Sah zumindest auf der Karte so aus. Ach, come on. Und ich wollte schon sagen, ich schaue doch heute mal extra auf die Pünktlichkeit. Dass ich nicht zu früh oder zu spät abfahre. Was mache ich als erstes? Gleich mal zu spät abfahren. Zu früh. Naja. Lassen wir das so stehen. Und schauen mal an, ob es jetzt wirklich 0% Pünktlichkeit ist, wenn die. Und jetzt noch fast eine Vollbindung gemacht. Aber nur fast. Interessant. Hier werden wir uns wohl kreuzen. Zu einem späten Zeitpunkt. Naja, nicht perfekt. Aber reicht. Stockwell. Und jetzt kommt gleich die Greendale. Glaube ich. Green Dragon Lane. Genau. Hier waren wir auch schon des Öfteren. Ist Bradford. Weiter geht's durch das Industriegebiet. Noch 19 weitere Haltestellen stehen uns bevor. Und heute ist ja wirklich mal ein sehr schönes Wetter hier im Spiel. Geht es dann wohl hier gleich zur ersten größeren Haltestelle. Die ja immer recht so anzufahren ist. So. Hounslow.
neben dem Booster-Core. Richtung Business District. Muss ja auch richtig doof sein, dass man hier sein Transport vor der Bushaltestelle hin parkiert. Wer kommt bitte auf diese Idee? Sicher noch über Rot gefahren. So spät wie der auf der Kreuzung war. Wow. Also bitte. So, so nah aneinander. Bringt ja mega viel. Mordlake Bridge. Das andere war dann, glaube ich, Mordlake. Nächster Halt ist Kessenbock. Schön hier über die alte Stahlbrücke. Und weiter geht's. Niemand gesehen. Oh shit, 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 shit. Okay, bloß 10 Punkte Abzug. Wegen dem Blinken. Wenigstens keine Vollbremsung. Wäre jetzt schlimmer gewesen. Schöne Aussicht hier auf dem Land.
vergessen, wo jetzt Richtung zurück. Altham, Listen Grove, Putney, Kilburn, Canterbury, Dawson. Hier wollen recht viele Leute einsteigen, wie es aussieht. Das hier ist eigentlich wieder eine Bootsspur, hoffentlich. Also, sah mir zumindest vorhin so aus. Aber da ist nirgendwo was angeschrieben. Also könnte ich auch falsch liegen. Aber ich denke mal schon. Auch hier waren wieder recht viele Leute. Austin High School Airport Central Business District. Da liegt unser Ziel. Das ist natürlich mies, wenn die vor einem abbiegen und uns gar nicht beachten. So, noch 11 weitere Haltestellen. Kann es auch übertreiben. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und go. Nächster Halt Kilburn. Gleich hier um die Ecke. Und schon geht's weiter. So, sorry für die Unterbrechung. Da muss ich gerade was Dringendes nachschauen. Weiter geht's. Come on. Immer diese Vollbremsungen, die einen in den Abgrund ziehen.
Bixley Heath, Wilson, Barnaby, Barnes, Feltham, Kilburn und Grove Park. Ich glaube, Grove Park ist dann wieder die Endhaltestelle. Da das ja die große Haltestelle ist, mit dem Busbahnhof. Meinte ich zumindest. Jetzt geht's dann gleich wieder etwas mehr Richtung City, glaube ich. Und zur Sicherheit lasse ich mal hier wieder den Blinker an. Geschafft. Die Kurve kann halt echt tödlich sein. Sorry, ich muss mich da durchquetschen. Ging nicht anders. Aber lief ja alles gut. Ah, jetzt geht's hier wieder über die Brücke. Sieht doch eigentlich ganz schön aus hier, wenn nicht alles im Hintergrund aufploppen würde. Geradeaus. Das heißt, ich muss mich da irgendwie hineinquetschen. Und schauen, dass die Leute hier in die Gänge kommen. Wieder mal hier am Stadion vorbei. Haben wir jetzt auch schon sehr oft gesehen. Immer wieder von einer anderen Seite. Nicht scheiße. Ja. Oh. Nichts passiert. Holy moly. Das hat jetzt einen riesen Crash gegeben.
auch 200 Punkte minus, aber war jetzt nicht zu verhindern. Oder wir hätten eine Vollbremsung gemacht. Oh no. Fuck. Lauter Sprechen nicht mehr darauf geachtet, um welche Zelle abfahren. Sehr gut. Kann man machen, muss man aber nicht. Vielleicht ist jetzt wieder die Pünktlichkeit am Arsch. Aber let's hope not. Ja, dafür muss ich jetzt hier 10 Sekunden warten. Und los. Und die Ampel wird rot. War ja so klar. Hier an dieser Kreuzung, wo ich am Anfang gesagt habe, dass wir uns jetzt irgendwie mal kreuzen werden. Und dann gehen wir gleich zur nächsten Haltestelle nach Kilburn und dann zu Grove Park. Das sieht ja bisher trotzdem immer noch alles im Grünen aus. Mit diesen fast 4000 Punkten. So. Nächster Halt, Grove Park Endstation. Wir sind alle recht, um aufzusteigen und verabschieden uns von ihnen. Jetzt sind zwar nur noch 4 Fahrgäste im Bus. Aber trotzdem muss man sich ja freundlich und nett verabschieden. Alles aussteigen bitte. Nice. Noch die 4000er Mark geknackt. Beförderte Fahrgäste 137. Bonuspünktlichkeit 100%. Fahren 89 Bonus und 7 Strafen. Mit dem kann ich leben. Sieht doch ganz gut aus. So, dann geht's weiter mit Großereignis. Heute findet in der Old Town Bells School ein Konzert statt, bei dem Schüler aus der ganzen Stadt anwesend sein werden. Holen Sie die Kinder und ihre Lehrer in den Vororten ab und bringen Sie sie sicher ins Zentrum der Old Town. Fahren Sie im dichten Rush-Hour-Verkehr. Mit dem Schulbus wieder mal. Let's go! Wieso kriege ich hier immer Strafen beim Rausfahren? Echt jetzt. Weiter geht's, alles einsteigen. Natürlich muss die Ampel rot werden.
Das ging da fix. Komisch, dass hier gleich zwei Haltestellen sind. Obwohl das hier gar nicht als Haltestelle gekennzeichnet ist. Irgendwie strange. Ja, hat schon etwas mehr Verkehr als sonst. Diese Namen manchmal. Aber ich finde es gut, dass wir hier wieder mal etwas in den Vororten unterwegs sind. Slate Green. Nächster Halt ist Bigging Hill. Das kennen wir ja auch schon mit diesem Berg im Hintergrund. Weiter geht's zum Sunshine Hotel. Mit einer jetzt noch grünen Ampel. Gut. Hat gereicht. Fast eine Vollbremsung hingelegt. Wegen einem Millimeter oder so. Nice. Und jetzt volle Pulle durch. Über die fucking grüne Ampel. Mann ey. So eine Scheiße. Lambeth. No, fuck. Ich hab's gerade gesehen. Dass hier viel zu früh abfahren. Schade. Und jetzt geht's nach Old Town. 6 Minuten haben wir Zeit. Und es sind 1,3 Meilen. Ist das nicht etwas zu viel Zeit? Für diese kurze Strecke. Naja, werden wir sehen, wie es dann gleich aussieht. Aufpassen, nicht zu übermütig werden, sonst kann das hier recht schnell enden. Und das wollen wir ja nicht mit Lehrern und Kindern und Familien im Bus. Was für eine Scheiße ich gerade hier zu Sand war. Gut. Hat niemand gesehen, weiter geht's. Auch nichts passiert. Schön eine grüne Welle erwischt.
Okay, ganz knapp. Geht hier geradeaus, ja. Vielleicht deshalb so viel Zeit, da viele Ampeln dazwischen sind. Sonst wäre es eigentlich nicht so ein großes Problem. Alter. Das war jetzt mies. Aber gut geredet von mir, muss ich sagen. Hätte auch noch schlimmer ausgehen können. Jetzt geht's hier nach links und dann sind wir auch schon bei der Highschool angelangt. Oh no, das ist ja eine School, keine Highschool. Wieder unpünktlich an. Sieht doch gut aus. Kurz wegen der Ampel die Sicht, da ich sonst die Ampel nicht gesehen hätte. Und da sind wir auch schon gleich da. Kommen wir zwar jetzt nicht auch noch über diese Ampel? Natürlich nicht. Schade. Old Town Bells School. Willkommen beim erneuten Aufenthalt. Damit hätten wir das geschafft. Und sind mit 25 Sekunden zu früh. Sieht doch gut aus. Aufgabe erfüllt. Beförderte Fahrgäste 17, Bonuspünktlichkeit 100%. Bonusfahren 42 und Strafe fahren 4. Nicht allzu schlecht. Interessant, dass da zwei verschiedene Zahlen stehen, bei Gesamtpunktzahl und Gesamtpunktzahl. Aber gut, ich frage mal nicht weiter nach. Dann geht's weiter mit einem erneuten Doppeldecker. Linie 59, historische Tour. Linie 59 fährt am Terminal South ab und von dort mitten durch die Old Town, vorbei an berühmten historischen Sehenswürdigkeiten. Normalerweise nutzen viele Leute das Angebot, Touristen ebenso wie kulturbegeisterte Einheimische. Doch heute? Heute ist das nicht der Fall. Es ist angenehm ruhig im Bus. Hört sich doch gut an.
Fahrgäste sind Kunden. Danke für diesen unglaublich guten Tipp. Acht Haltestellen, nicht allzu viel los. What are you doing, man? Fuck doch. Sollte eigentlich kein großes Problem sein, da die Strecke auch recht kurz ist. Wellington? Was ist denn da vorne los, dass ein Helikopter herumschwebt? Ach, ich glaube, hier ist wieder die City Hall. Victoria. Nice, wieder 10 Sekunden zu viel. Dann kommt gleich Manor House, Obelisk Square kennen wir auch schon, die Jefferson Lane, Art Museum West und Osage. Osage. Interessanter Name. Osage. Oder Osage. 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 I don't know. Ach komm. Die Kurvenlage ist halt einfach zu schlecht. Schön wie der Baum dort drüben durch den Wasserfall Springbrunnen scheint. Als ob er davor wäre, dabei ist er eigentlich dahinter. Auch immer jetzt da jemand gehupt hat. Aber es sieht doch ganz schön aus hier. Am Obelisk Square. Und gut, dass die Ampel gerade grün wird. Bekommen. Ja, wow. Gut. Ich habe nichts gesagt. Sollte ja ganz einfach sein. Haben sie gesagt. Ist ja ganz gut. Haben sie gesagt. Nicht viel los. Haben sie gesagt. Trotzdem spielt das keine Rolle, wenn man keine Fahrkünste hat. Tja, schlecht gepokert. Sightseeing Round Trip.
2 weitere Haltestellen. Hey, Vollidiot. Einfach vor mir abbiegen. Schrecklich, und auch hier wieder 10 Sekunden Wartezeit. Man kennt's ja. Lost. Und gleich eine rote Ampel. Nächster Halt, Osic. Hier ist wahrscheinlich die Zeit wieder so berechnet. Mit den roten Ampeln. Da die Strecke ja nicht allzu weit ist. 0,3 Meilen. Könnte vielleicht diese Kirche dort vorne sein? Huhuhu. Fast übersehen. Shit. Ja, das ging jetzt nicht anders. War sogar richtig predicted, wenn ich das so sehe. Dass die Haltestelle direkt vor der Kirche ist. Schön. Sightseeing Road Trip. Beförderte Fahrgäste 20, Bonuspünktlichkeit 100%, Bonusfahren 38 und Straffahren 5. Kann man mit leben, würde ich sagen. So, dann waren das die ersten 3 Linien von Stufe 6. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei der letzten Folge von The Bus Driver. Tschüss!